Im Juli vergangenen Jahres ist er von uns gegangen. Doch seine Musik und sein soziales Wirken gehen weit über seinen Tod hinaus. Nun sollen die Hilfsprojekte des Country-Sängers George McAnthony weitergeführt werden. Deshalb organisieren seine Wegbegleiter ein eigenes Benefizkonzert. Unter seinem richtigen Namen Georg Spitaler kannten ihn die wenigsten. Aber als George McAnthony begeisterte er die Massen. Auch im Ausland kannte man den Mann mit Cowboy-Hut und Gitarre. 1988 gewann er einen Talentwettbewerb. 1989 veröffentlichte er sein erstes Album Green is Peace. Es folgte eine steile Karriere mit 15 veröffentlichten Alben und unzähligen Auszeichnungen. Neben der Musik engagierte sich George McAnthony über 25 Jahre lang für Bedürftige in Äthiopien. Mit Hilfsprojekten hat er versucht, den Menschen dort ein besseres Leben zu ermöglichen. Damit die Projekte auch nun nach seinem Tod weitergeführt werden können, haben Freunde und Verwandte des Sängers ein Benefizkonzert am 21. April organisiert. Verschiedene Sänger und Musikgruppen werden jeweils ein Lied von George McAnthony zum Besten geben. Und Line-Dance-Gruppen aus dem In- und Ausland sorgen für die tänzerische Untermalung. Mit dem Reinerlös der Veranstaltung soll der Bau von 4 McAnthony-Schulen in Äthiopien finanziert werden. 2 dieser Schulen gibt es bereits. Wer nicht zum Konzert kommen kann, kann das Projekt dennoch mit einer Spende unterstützen. Alle Infos finden Sie unter www.mcanthonymemorial.com. Wir werden beim Konzert auf jeden Fall mit dabei sein und anschließend ausführlich darüber berichten.